viele harte Entscheidungen. Also Hamadi Al-Gadoui kommt wieder im Sturm rein nach seiner Gelbsperre. Lukas Ambros und Ryan Johansson, der Neuzugang vom Hamburger SV, rückt in den Sturm für den angeschlagenen Breyer. Und Tapperzofer ersetzt im zentralen Mittelfeld Egerer, der erstmal nur auf der Bank. Er stimmt sich nochmal ab mit seinen Assistenten. Und jetzt gehen wir rein ins Kellerduell, ins ultimative Kellerduell. Der SC Freiburg als Tabellenletzter empfängt den VfB Lübeck, dass sie eine weiße Weste stehen hatten. Ja, und jetzt auch Tor also für den SC Freiburg. Und es ist natürlich, würde man fast schon sagen, Maximilian Bräunig. Aber auch das ist dann so ein Zeichen. Und das könnte es dann gewesen sein. So ist es. Hasan Nohmann für die ersten 45. So, und das war der Pfiff zu Beginn der zweiten Halbzeit. Hasan Nohmann, der mit dieser sehr, sehr fairen Partie wirklich wenig Probleme hatte. Eine gelbe Karte für Rüdlin gab es. Und hat sich dann aber für die Schiedsrichterlaufbahn entschieden. Und da hat das ja zumindest mal zum 2:0 gemacht. So nehmen wir es mal. Bräunig macht, ehrlich gesagt, ich glaube schon fast den Deckel drauf. Also wie viel haben wir gespielt? 1:15. Und da kriegt er mal wieder, das ist alles viel zu billig. Und da steht am Elfmeterpunkt, glaube ich, Ambros, der sagt. Wieder kommt der SC Freiburg und wieder ist es Bräunig. Und da schnürt er fast den Dreierpack. Pfosten. Wie heißt das dann immer so schön? Spielt er sich auch? Und hier außen startet schon wieder der Bräunig. Der winkt, der ruft. Jetzt bekommt Mika Bauer den Ball nochmal. Der ist abgefälscht. Da ist der Bräunig und er macht da das Tor. Ja, Mensch, winkt, schreit, kriegt ihn nicht und kriegt ihn dann doch. Und jetzt steht es hier. 3:0 für. Warum nur eben nach dann 29 Spieltagen Vorletzter bist. So, Kupov darf mal eingreifen. In der Vereinsgeschichte noch nicht. Johansson nochmal. Johansson von Klemin. So, und Upov deutet an. Also, eigentlich könnten wir doch mal. Und jetzt ist Schluss. So, Thomas Stamm ist zufrieden. Kann er sein. Seine Mannschaft gewinnt dieses Kellerduell 3:0. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.